Sie haben Frieden, bis Rom den nächsten General schickt. Es nimmt kein Ende. Wir müssen die Verborgenen so beständig wie den Orden machen. Es gibt ein akuteres Problem. Garmilad. Jede seiner Taten wird glorifiziert. Die Leute sehen einen Gott in ihm. Er kämpft für die Freiheit seines Volkes. Wir haben gerade ein Massaker erlebt. Ich habe mit den Leuten geredet. Es gab viele solcher Massaker. Jedes Mal schickt der Garmilad seine Rebellen, um die Römer zu provozieren. Sie verstecken sich zwischen den Dorfbewohnern und fordern so die römische Vergeltung heraus. Dabei werden viele geschlachtet. Du sagst, er tut das wissentlich. Diese Taktik bringt Märtyrer für seine Sache hervor und Familien, die sich unbedingt an den Römern rächen wollen. Er wollte ein Gemetzel, um mehr Rebellen anzuwerben. Und auch nicht zum ersten Mal. Das Volk bezahlt einen hohen Preis für den Aufstand. Er ist ein Freund. Erinnere dich. Kleopatra war sogar mehr als das. Und doch war mein Vertrauen zu groß. Dank dir habe ich den Fehler erkannt. Ich muss mit ihm reden. Garmilads Vorgehen erstaunt mich. Führt er den Aufstand an, um persönliche Macht zu gewinnen? Ich glaube, er will so unbedingt, dass der Aufstand Erfolg hat, dass er blind ist, was den Preis betrifft. Die Dörfler sind für ihn tatsächlich Märtyrer. Er sieht gar nicht, dass sie keine andere Wahl hatten. Und die Taktik war erfolgreich. Er wird sie wieder anwenden, wenn die Römer den nächsten General schicken. Du hättest nicht herkommen sollen! Warum? Weil du das sagst? Ja, und wie ich schon erwähnt habe, ne? Selbst bei den Assassinen gibt's nicht immer nur Gute. Hallo? Pferd? Pferd? Wie kommen wir jetzt da hoch? Ach, weißt du was? Ich kletter. Du bist frei, Wendy. Was? Nö. Du hast mich herausgefordert. Du hast dein Maul aufgerissen. Jetzt stirb. Selber schuld. Erst Maul aufreißen und dann die Eier einklemmen, wa? Pussy. Komm. Amunet. Was ist eigentlich immer mal wieder mit wir beide? Knack, knack. Ha? Wie wär's? Komm her. Erzähl mir vom Leben in Rom. Eine fabelhafte Stadt. Voller Intrigen, Täuschung und Korruption. Perfekt für die Verborgenen. Ich dachte, du würdest über den Wein reden. Der Wein ist auch sehr gut. Besuch mich irgendwann. Dann probieren wir ihn. Ah, das wäre schön. Da vorne ist es. Seine Rebellen werden ihn beschützen. Ah, für sie ist er ein Gott. Hier können wir ihn nicht zur Rede stellen. Nun, da Rufio gefallen ist, fällt auch Rom. Hey du, cooler Typ.
Und das mit Rom? Nein. Okay. Die Römer werden in letzter Zeit aggressiver. Hier gibt's keinen Spaß. Alles ernst. Hi. Ich klau nur kurz die Schätze, okay? Danke. Danke, Goldstoffkristall. Wo ist dein Anführer? Gamilat ist bei der Oase auf der Jagd. Dann holen wir uns den mal in Saftsack. Liebchen? Ich rede mit Gamilat. Du bleibst hier. Halte uns die Rebellen vom Leib. Kämpfe gut. Ich muss ja sagen, du bist ja echt scharf geworden, ne? Deine neue Uniform ist auch mal. Ja. Nicht von schlechten Eltern. Gamilat. Genau 100 Meter. Wow. Trabi. Ich hoffe mal, wir müssen uns nicht wieder mit dem boxen. Ich will meine Waffen haben. Oder kann man mit ihm reden? Eher weniger. Bayek. Worum geht es hier? Du hast Massaker provoziert. Viele unschuldige Dörfler starben. Ich habe die Grausamkeit der Römer bloßgestellt. Diese Märtyrer haben unzählige inspiriert, den Kampf fortzusetzen. Märtyrer? Das ist schon das Leben einiger im Licht der Freiheit für alle. Das Leben einiger? Sie hatten aber niemals eine Wahl. Bayek, sei nicht albern. Wir kämpfen auf derselben Seite. Nein. Hier. Komm, der kann doch eh nix. Kann nicht mal klettern, der doof. Du bist der ultimative Märtyrer. Was? Was macht der denn? Alter! Der schießt doch jetzt nicht mit so einem Ding auf mich. Ey, sag mal, tickst du noch? Also war ordentlich Energy. Nein, nein, nein. Aus. Aus. Das macht mir keinen Spaß. Warte mal ab. Hey, da. Okay, kämpfen kann er doch. Wie wär's, wenn du mal dein Gesicht hier hin zeigst? Oh, wow, wow, wow. Wow. Komm, wir sind Energie. Nein. Ich ruf die Rebellion aus dem Weg. Alter. Hau mal ab mit deinem verkackten Schild. Doch, kann ich. Boah, den sein Schild ist ja echt bombisch. Alter. Ist gut jetzt. Wow, 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 wow. Nein. Kann der bitte um die Ecke schießen?
Oh, brenn, 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 brenn. Heiß, 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 heiß. Ey. Ins Wasser. Geschützt werden. Mein Eifer hat mich wie die Sonne geblendet. Du hast recht gehandelt. Ich akzeptiere diesen Tod. Verborgener mehr unschuldigen Leid zufügen. So soll es geschrieben stehen. Geil. Mögest du Frieden finden in der Duat. Und mögen die Verborgenen überdauern bis zum Ende der Zeit. Gänsehaut. Wow. Episch. Geiler Moment. Boah. Geil wäre jetzt gekommen, wenn die da hinten die alten Assassinen gezeigt hätten. Und dann... Anführer. Okay. Gamilan ist nun tot. Doch seine Geschichte lebt in den Kriegern des Sinai. Er konnte Millionen Tyrannen töten. Göttliche Pfeil. Der große Gamilan lebt nicht mehr. Sollen wir sie träumen lassen? Sollen sie ihre Helden behalten? Jetzt sind die Verborgenen vergessen. Das ist zu unserem Vorteil. Gamilats Tod dient einem guten Zweck. Keine sinnlosen Märtyrer mehr. Unsere Lehren müssen jenen vermittelt werden, die unseren Eid schwören. Denn sie wollen nach einem Credo leben. Die Verborgenen ziehen weiter nach Petra und nach Judäa. Und auf ewig. Das Credo muss alle überleben. Niemand darf größer sein als die Gruppe. Wenn ich nach Rom komme, werde ich nicht von Helden reden. Ich rede von Disziplin und Beharrlichkeit. Amunet ist Mentorin dieser Bruderschaft. Unser Wille wird nie ruhen. Und unsere Klingen werden nie müde.
Ja. Ich hatte gerade wieder die fette Mega-Gänsehaut. Das Ezio-Thema. Und dann diese Ansprache. Oh. Also Ubisoft kann epische Momente machen, wenn sie wollen. So, und das war jetzt das DLC The Hidden Ones, die Verborgenen. Geile Story. Kurz? Okay, nicht so ganz kurz. Ein paar Stündchen hat es schon drauf gemacht. Aber es war kurz, knapp, knackig. Man hat sich nicht so viel mit den Nebenmissionen behandelt. Man hat einer Story gefolgt. Wo ich sagen muss, wow. Und die Momente da drin, mega geil. So, und was ich eben noch sagen wollte zu dem Moment. Ach, ihr Götter. Shakilat. Quatsch ich eine Person an. Grün und blau, aber sie sind meine größte Freude. So, darf ich? So, eben bei dem Moment, wo er meinte, die Verborgenen müssen überleben bis in alle Zeit. Da hätte gepasst, wenn im Hintergrund wirklich alle Assassinen der letzten Spiele aufgezeigt worden wären. Das hätte so geil gepasst zu diesem Spruch. So ein Ezio, Arno, Connor, Kenway, die hätten da alle so in diesem Schattenrauch stehen müssen und damit dem Spruch bis in alle Zeit überleben. Das wäre perfekt gewesen. Mega geil. Wow. Und sie hätten wenigstens mal den Namen sagen können. Also das hat mir jetzt auch in dem ganzen DLC gefehlt. Es geht um die Verborgenen, aka die Assassinen. Aber es wurde noch nicht einmal erwähnt. Man kann Ezios Spruch raushauen. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Aber man kann nicht den Spruch sagen, also das Credo. Den Spruch aller Sprüche? Hä? Warum nicht? Weil es geht doch gerade darum, der Anfang der Bruderschaft. Und sie sagen, ja, das muss überall aufgeschrieben werden, wir dürfen nicht bekannt sein, etc., etc., aber der Leitspruch. Warum? Einmal hätte der wenigstens irgendwo auftauchen sollen. Ja, dass sie im Schatten leben. Okay. Dass die Templer den Schatten erzeugen, war auch genial gemacht. Weil ohne das Böse gibt es nichts Gutes. Ohne das Gute gibt es nichts Böses. Ne? So kann man es ja auch mal sehen. Und es ist ja, wie man sieht, es hat damals angefangen. Ein paar tausend Jahre vor Christus. Und wenn wir mal die anderen Spiele dazu zählen, also nur die Hauptspiele, nicht die Nebendinger wie Chronicles oder Leverage, wie sie alle heißen, dann ist der Krieg der Assassinen gegen die Templer bis heute fortbestand. Und deswegen hat mir das gefehlt, dass sie wenigstens einmal sagen, ey, wir nennen uns Assassinen und nicht die Verborgenen. Ja. So, und jetzt mein Fazit zum ganzen Spiel. Geil. Ohne Scheiß. Geil. Einer meiner absoluten Lieblingsteile ab sofort. Das neue Kampfsystem. Okay, man brauchte Zeit, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Dann, dass das halt jetzt RPG-Elemente hat. Hat man sich auch schnell dran gewöhnt. Alles gut und okay. Weil die Kampfsysteme der alten Spiele, ja, Knöpfchen drücken hast du abgewehrt, Knöpfchen drücken hast du 10 Gegner auf einmal ausgeschaltet. Hier konnte man das nicht. Hatte man 3 Gegner vor sich, konnte man sagen, okay, gut, ich versuch's, aber wurden es mehr, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner, musste man nicht, hier, Hackengas geben. Und das fand ich diesmal gut. Beispiel der Vorgänger Syndicate, den habe ich ja auch gespielt. 20 Gegner, puh, ja, drückst du mal kurz blocken,
Konterangriff, bam, fertig, tot, bam, fertig, tot, nächster Gegner, nächster, nächster, nächster. Und das war bei den anderen Spielen ja auch so. Und deswegen finde ich gut und mutig, dass Ubisoft in diese Richtung gegangen ist. Wie die das jetzt in die neueren Teile machen wollen. Ich weiß nicht, ob das so bei Syndicate reingepasst hätte. Weil hier ist ja mehr Open World, die Flächen zum Kämpfen sind breiter, gefächerter und so weiter. Aber bei so einem Syndicate in London oder ob das bei Unity reingepasst hätte? Weiß man nicht. Auf jeden Fall war es sehr schön. Story? Okay, hätte ich jetzt nur die Story durchgeballert, wäre ich wahrscheinlich bei Folge 20 schon fertig gewesen. Wow. Aber ich wollte das Spiel zum ersten Mal komplett durchziehen, mit allem drum und dran. Wir haben alle Nebenmissionen gemacht. Glaube ich. Hoffentlich. Ja, ich habe euch so viel gezeigt, wie es geht. Die Story habe ich euch natürlich gezeigt. Und es war spannend, mal die Anfänge der Assassinen zu sehen. Auch wenn, wie gesagt, die Punkte, die mir fehlen, ja, die hätten sie noch einbauen sollen. Ob ich mir natürlich jetzt den Season Pass hole, um euch noch weiter darüber was zu zeigen, überlege ich mir noch. Weil irgendwie das zweite DLC Tal der Könige, glaube ich heißt das, gibt's noch nicht so einzeln zu kaufen, so wie das jetzt. Das kann man einzeln holen. Der Rest ist, glaube ich, nur im Season Pass vorhanden. Aber ich schaue mal auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, wie es auch weiter mit den Assassin's Creed Stories geht. Was kommt als nächstes? Laut Ubisoft wollen sie ja jetzt alle 2 Jahre nur einen Teil rausbringen und das finde ich auch eine gute Entscheidung. So können sie sich Zeit lassen und wie man an Origin sieht, war das eine sehr gute Entscheidung. Wirklich. Hat dem Spiel, dem Franchise gut getan und das sollten sie auch weiter beibehalten. Definitiv. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Danke auch an Steffi, dass sie sich diese ganze Mühe gemacht hat, jedes Mal die Leute zu übersetzen. Auch wenn ich manchmal dazwischen gelabert habe, aber sie hat es geschafft. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Ja, was kann ich sonst noch so sagen über das Spiel? Ja, ihr habt es gesehen. Wenn ihr es selber gespielt habt, würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Wenn ihr es nicht gespielt habt, sondern nur hier geguckt habt, eure Meinung genauso. Wie schon erwähnt, Steffi schreibt in die Kommentare, genauso wie Katrin, hallo, die mein erstes Fanart-Bild gemalt hat. Community-Bild, nicht Fanart. Ich mag das Wort nicht. Sie schreibt auch in die Kommentare, seid wie Steffi und Katrin, schreibt in die Kommentare. Ja. Also ich freue mich definitiv auf die nächsten Projekte mit euch, für euch. Mann, ich könnte Fotograf werden. Oder? Na. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Und freut euch auf die nächsten Projekte. Nein, ich singe jetzt nicht. Katrin. Nein. Time to say goodbye. Gut. Dann entlasse ich euch jetzt mal mit diesem wunderschönen Foto. Bedanke mich, dass ihr da wart. Und dass ihr auch immer da sein werdet. Hoffentlich. Bis dann. There are whispers on the wind. A brotherhood born in the shadows. They
are the first to call themselves the Assassins.